Jeder kennt dieses Lied und jeder, der hin und wieder ins Fußballstadion geht, hat es auch schon gesungen, You'll Never Walk Alone. Doch wer kennt schon die bemerkenswerte Geschichte hinter dieser kleinen Hymne? Der Dokumentarfilmer André Schäfer setzte sich auf deren Spur und das hat sich als sehr gute Idee erwiesen, denn er fand erstaunliche Zufälle, internationale Kulturverflechtungen und eine ganze Menge Kitsch. So konnte es gar nicht ausbleiben, dass aus diesem Stoff ein Film wurde, noch dazu ein sehr sehenswerter. When you walk through a storm. Es gibt Lieder, die die Welt umarmen. Das Publikum war ganz andächtig, wenn wir dieses Lied spielten. Am Ende haben sie geklatscht und wir dachten jedes Mal, ah, das ist gut. Lieder, die uns nicht im Stich lassen. In guten Tagen, wie in Tagen zum Vergessen. Das sind 2 Minuten und 38 Sekunden pure Magie. Lieder, in denen kunstvoll eine Spur Kitsch lebt, wie in jedem die Massen ergreifenden Kunstwerk. Das ist ein ziemlich universeller Song, finde ich. Der für alle wichtigen Augenblicke gut ist. Da geht es schon um Hoffnung. Da geht es schon darum, dass es immer einen Ausweg gibt. You'll never walk alone. Du wirst niemals allein sein, heißt dieses Lied, das zur populärsten Sporthymne der Welt wurde. Wie konnte das passieren? Regisseur André Schäfer schickt in seinem vortrefflichen Dokumentarfilm den Schauspieler und Fußballfan Joachim Kroll auf die Suche nach dem Ursprung des Liedes. Der findet sich zunächst in Budapest bei dem ungarischen Schriftsteller Ferenc Molnár und seinem berühmtesten Theaterstück Lilium. Wir sind im New Yorker Café in Budapest, wo Molnár 1909 das Stück Lilium geschrieben hat. Ja, exakt auf diesem Platz, auf der Galerie, weil es unten zu laut war. Molnárs Stück spielt auf dem Rummelplatz, wo Lilium arbeitet. Ein ungehobelter, aber im Herzen guter Kerl, dem die Verhältnisse keine Luft zum Atmen lassen. Er nimmt sich nach einem Raubüberfall das Leben und kommt zur Besserung in den Himmel, wo er Frau und Tochter unten auf Erden in Gedanken nicht von der Seite weicht. Als Molnár vor den Nazis in die USA flüchtet, nimmt er dieses herzbewegende Stück mit. In New York boomt das Musical. 2 der erfolgreichsten Musicalschreiber, Rodgers und Hammerstein, suchen gerade einen geeigneten Stoff. Als Rodgers und Hammerstein aus Lilium unbedingt ein Musical machen wollten, war Molnár zunächst entschieden dagegen. Aber Molnár war 1945 knapp bei Kasse. Und als er hörte, wie viel ihm Rodgers und Hammerstein boten, sagte er, oh, na gut, okay. Aus Lilium wurde das Musical Karussell. Es war das erfolgreichste seiner Zeit. Und es hatte dieses Versprechen, dieses Lied, You'll Never Walk Alone. Na klar, doch hat Hollywood wenig später Karussell verfilmt, als Witwentröster. Die erfolglose Verfilmung lief Anfang der 60er in einem Liverpooler Kino. Die Beatles schickten sich an, die Welt musikalisch auf den Kopf zu stellen. Sie waren die Nummer 1, nicht nur der Stadt. Aber gleich danach kamen Gary and the Pacemakers. Eines Nachmittags bin ich ins Kino gegangen, um mir Laurel und Hardy anzusehen. Der Film, der danach kam, war Hollywoods Karussell. Und ich dachte, das klingt etwas langweilig, aber danach kann ich mir ja noch einmal Laurel und Hardy anschauen. Ich sehe also den Film und schlafe langsam ein. Und dann fing When You Walk an. Und ich dachte, was für ein großartiges Lied. Fabulous song. Beautiful. Gegen den Widerstand seiner Band, sie verstanden sich eigentlich als Rock'n'Roller, haben Gary and the Pacemakers Walk Alone aufgenommen. Es wurde wider Erwarten ein Hit. Wir haben hier im Stadion vor jedem Match den Nummer 1 Hit gespielt.
You'll Never Walk Alone kam im Oktober 1963 raus. Und es landete in der ersten Woche nach der Veröffentlichung auf Platz 1. Und dadurch, dass You'll Never Walk Alone ganz schnell Nummer 1 wurde, ist das das Stück gewesen, was unmittelbar vorm Anpfiff gesungen wurde. Und das ist noch heute so. Das heißt, wenn die Fans sich überlegen, ich mache noch eine Strophe drauf, wir singen das Stück nochmal, dann kann dieses Fußballspiel nicht starten. Das finde ich wirklich toll. Der Schiedsrichter muss warten, bis die Fans fertig sind. Schäfers Dokumentarfilm ist eine so überraschende wie unterhaltsame Offenbarung über die erstaunliche Karriere eines Liedes. Und egal, was passiert, irgendwo auf der Welt wird gerade gesungen, dass du niemals allein sein wirst. Schön zu wissen. Ich denke, Walk Alone ist so ein wunderbares Lied, weil der Text einem einfach sagt, lass dich nicht fertig machen. Don't be held down.